Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ja München an das Netz angeschlossen und haben hier so eine nette kleine Brücke gebaut. Und in dieser Folge würde ich mal schauen, dass wir in den anderen Städten, die halt an das Netz angeschlossen sind, außer Siegburg, mal den Straßenverkehr ein bisschen anpassen, damit wir den Verkehr auf den Schienen ein bisschen verstärken können. Was mich interessiert, warum warten hier so viele Leute? Da wollen viele richten via Siegburg. Wo ist denn der Zug? Ist schon wieder weg. Uff. Nee, da kommt er gerade. Die machen auch hoffentlich diesmal relativ gute Einnahmen. Aber finanziell schaut das, ich würde sagen, ganz ordentlich aus. So. Ich würde sagen, wir machen das hier gleich zukunftsorientiert. Und bauen hier schon mal an. Und da reiße ich ein Gebäude ab. Das kostet. Hey! Nicht einfach hier so bauen. Aber ihr erlaubt einfach zu bauen. Frechheit. So, jetzt müssen wir überlegen, wie wir am besten hier vorgehen. Am besten hier noch eine kleine Straße rein und hier. Dann könnten wir hier wenden. Und die lassen wir halt ein bisschen außen vor, ne? Bedeutet Bushaltestelle. Die kriegen jetzt erstmal eine normale. Wir fahren hier so runter. Alter, das leckt heute auch irgendwie ein bisschen. Zukünftige Weisen Voraussicht. Tun wir hier noch was hin? Hier. Hier. Und dann. Ja, da brauchen wir ja eigentlich nichts mehr. So, dann machen wir eine neue Linie auf. Verdammt, das war schon wieder das falsche Linienzeichen. Beginnt am Bahnhof. Hier runter, die Bachstraße. Dann in die Industriestraße. Über den Rosenweg weiter. Hier hinter zur Berliner Straße. Und dann in den Tannenweg. Kleine nette Strecke. Die nennen wir jetzt. Wir sind hier in Reffem, das ist der Reffem-Kringel. Reffem-Kringel. So, zack. Perfekt, so wollen wir das. Jetzt müssen wir bloß die neuen, ich glaube die Kutschen haben jetzt einen kurzen Weg vor sich. Fahrzeuge, oh. Wir haben neue Fahrzeuge. Dann kriegt die neue Strecke erstmal 4 davon. Und ihr geht auf den Reffenkringel. Los geht's. Da fahren die kleinen ersten Diesel. Alter, sind die laut. Haben wir... Super blöde Frage. Haben wir jetzt dann auch schon... Nö. Obwohl, wir hatten eine größere... Transporter sozusagen schon. Aber unsere sind doch noch ganz gut, oder? Schauen wir mal, wie wird's? Schlecht. Alle, die Weizen fahren, sind schlecht. Das ist natürlich ungut. Aber dann werden alle, die halt ersetzt, gegen neue. Und dann Brot Siegenburg. Die sind, oh, die sind sehr schlecht. Die ersetzen wir gegen zugebaute. So. Und schon sollten alle... Oh, die fahren mit den Dingern hinten drauf. Das ist natürlich auch cool. Schon sollte die Produktion ein bisschen angeheizt werden. Das wird sich natürlich alles auch gescheit ändern können, sobald wir größere Transporte haben. Da fällt unser kleiner Verbund an Dieselfahrzeugen. Diesel, das ist wahrscheinlich noch Kohle.
müssen erstmal nach Refem kommen. Eieiei. Eine Wien-Pferdetrams. Trams. Tramway. What? Please, what? Das kriegt wahrscheinlich unter Tramfahrzeugen rein theoretisch. Ja, aber das haben wir jetzt gerade nicht unbedingt so Lust. Hm. Wie schaut es hier mit dem Boot eigentlich aus? 8 von 40. Mir scheint so, als ob die Menge, die wir liefern, nicht unbedingt reicht. Wir vergleichen mal kurz die Zahlen. Die steigen auch nicht so an, wie ich es mir erhoffen würde. Wir checken mal, wie viel kommt. 5 von 5. Wie viel bekommt der da? 5 von 5, okay. Es scheint auch so, als ob halt genug geliefert wird, ne? 6 Brot auf Lager und die Produktion läuft ja währenddessen noch. Zwar nicht immer auf Hochtouren, aber sie läuft. Das sollte eigentlich sowas bringen. So, die haben die Hälfte der Strecke mittlerweile geschafft. Wir haben 1,3 Millionen. Was für Züge haben wir? Oh, eine preußische G3. Kostet uns 700.000. Wenn wir noch ein paar Wagen kaufen, bringen sie es genau 2 Wegen und dann sind wir pleite. Das ist natürlich dann nicht der Plan. Die Frage ist eher, ersetzen wir die alten Züge gegen neue? Gegen einen großen neuen. Gehen wir ins Depot bitte. Wir pausieren mal kurz, beziehungsweise machen langsam. Wo ist denn der blöde Zug? Zug Nummer 2, wo bist du? Da. Der bringt eigentlich gerade einen kommen, aber verkaufen. Jetzt haben wir 1,9 Millionen. Und wenn wir kurz noch ein bisschen was leihen, dann können wir hoffentlich einen passenden großen Zug bauen. Mit der preußischen Bahn hier. Wie lang ist denn der 75 Meter? Können wir noch ein bisschen was aufnehmen, bitte? Ich will eine gescheite Bahn gewinnen. So, okay, nochmal kaufen. 97 Meter. Die würde ich sagen, die passt. Und die darf gleich auf Linie 1. Wo bleibt denn die preußische Bahn? Oh, die hat Licht an. Schaut euch das an. Oh, Wahnsinn. Ein schönes Ding. Und laut. Richtig laut. Unser längster Zug bis jetzt. Cool. Fast 100 Meter lang. Sollte auf jeden Fall hoffentlich auch einige Passagiere. 72 Passagiere. Das sollte, glaube ich, hoffentlich passen. In Zukunft. Und los geht's. Beschleunigen. Wie schnell wirst du? 38, 40. Wir sind denn das ja auch, dass sie schneller wird. Bedeutet hoffentlich. Hoffentlich. Wird dieses kleine Teil auch schnell. 50 km/h. Ist ordentlich. Schau mal, wie gut die sich finanziell auspumpt. Denn wir sind jetzt gerade im Minus. Nicht gut. Aber wenn dann richtig, dann muss halt ein bisschen das Geld leiden. Unsere kleinen Dampffahrzeuge sind auch mittlerweile in der Stadt angekommen und die warten auch schon Personen an den Bushaltestellen. Das ist schön. Und die Busse verteilen sich mittlerweile auch. Bin ich mal gespannt, wo sich die alle hinfahren. Oh, eine fährt noch da runter, okay. Der andere auch. Dann startest du am Anfang, okay. Und gleich müsste eigentlich auch, ja, da kommt sie schon, wir sehen sie. Da kommt sie, die preußische. Da kommt sie dahergebrettert. Über das Landgebiet. Da kommt sie. Ab nach Refem. Da sollte das hoffentlich alles klappen. Wie viel kannst du mitnehmen? Oh, Richtung Siegenburg. Die wollen alle Richtung Siegenburg. Holla die Waldfee, okay. Und so, jetzt ist die Frage,
wir hier daraus nicht was machen können. Fisch wird zu Fleisch. Wo könnte ich denn Fleisch verarbeiten? Hier unten. Das ist ja halt komplett komische Schiene. Eine bessere Anbindung haben wir aber auch nicht, ne? Eine bessere Anbindung wäre schon natürlich schön. Aber schaut nicht machbar aus. Das ist ungut. So viel warten hier oben. Was? Keiner? Hä? 7 Leute. Was ist denn hier los? München, was ist denn los? Werdet mal produktiv. Jetzt schickt mir schon einen Hightech-Zug und der macht uns erstmal 1 Million Schulden. Nicht so schlau gewesen. Wir machen 28.000 plus und machen 38.000 minus. Uncool. Uncoole Sache, du. Ich hoffe einfach, dass... Ja, hier sind ja eh so viel drin. 73... die werden schon wieder weniger. Die sind schon genervt. Ich sehe schon. Die sind genervt. Das häuft sich aber auch an, dass da genug hinkommen. Und... Leute, was habt ihr vor? Hier fahren schon viele Kutschen und... Hier warten trotzdem 40 Leute. Huch. Der Zug war eindeutig noch nie. Wo ist er denn? Da. Ah, da kommt er. Aber kommt gut voran. Habe ich das Gefühl. 50 km/h bergauf. Bedeutet er auf jeden Fall genug Leistung für die ganze Aufgabe. Und wir könnten ihn in Zukunft auch ausbauen. Mach dich erstmal voll. Perfekt. Es wollen immer noch 30 nach Siegburg. Oh Gott. Jetzt kommt eine Mini, eine T3. Eine T3. Ja, klar. Das ist eine schöne Maschine. Ein bisschen klein. Ich überlege gerade eher, wie kriegen wir das hier hin? Weil irgendwie müssten wir uns hier anschließen. Die Musik kann jederzeit gestoppt oder geändert werden. Ja, das ist mir auch klar. Ich überlege gerade eher, wie ich von hier das Zeug hier hin liefere und dann von hier hinten. Da könnten wir halt hier anschließen, rein theoretisch. Oder wir fahren hier noch so einen Kringel. Fahren hier runter und danach hier oben. So als Idee. Aber wir müssen jetzt erstmal Plus machen, bitte. Weil wenn wir jetzt Finanzen gucken, sind das keine schönen Zahlen. Also der rote Balken sollte weg sein, das ist euch hoffentlich klar. Es warten wenigstens viele Leute, aber 1 Million im Minus. Nicht gut. Bitte gib uns Geld, bitte gib uns Geld, bitte gib uns Geld. Wie viel? 800.000. Das ist eine gute Zahl. Das ist eine richtig gute Zahl. Die hat jetzt, glaube ich, alle Minuszahlen erstmal aufgewogen von sich selber. Jetzt muss sie nur noch die Minuszahlen, die sie verursacht hat, auflösen. Und dann ist sie wieder herzlich willkommen. Hier unten warten immer noch nur 15 Leute. What? Die macht halt auch so extrem Minus. Wie schaut es mit Siegburg Essen aus? 15 von 44. Es steigt, das ist gut. Dann steigt die Einwohnerzahl auch hier vor Ort. So wollen wir das. Die liefern, das ist schön. Und auch relativ engmaschig. 17 ist auf Lager allein schon, ne? Respekt. Ach, genau, die Schienen und die ganzen Schilder kosten natürlich auch, ne? Mann. Komm schon, gib uns genug Plus, dass wir einmal eine Pluszahl sehen heute noch. Ich würde halt echt sagen, dass wir hier eine Schienenverbindung aufsetzen dann.
dann um das Kupferteil irgendwie rum, entweder hier, ja, wir müssen eigentlich hier so rum, um den Berg hier, Hügel. Also am besten die Straße hier im Berg lang verlegen. Mit den Zugschienen. Vielleicht mit den Schienen auch hier lang. Genau, jetzt kommt ihr mit dem Erteilswagen. Genau. Ihr seid ja auch lustig. Warum kommt ihr denn jetzt mit dem Abteilswagen? Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben einen schönen neuen Zug, der uns hoffentlich in der Zukunft viel Geld beschert. Mit der die preußische B3 war es ja. Schaut schick aus, schaut schick aus. Und in der Zukunft müssen wir hier neue Schienen verlegen. Also, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.